So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist kein Déjà-vu. Ja, das Video fängt genauso an, denn ich möchte die Forschung vom zweiten Tag der Pokémon Go, der Pokémon-Weltmeisterschaften abholen, die man im Twitch-Stream bekommt. Das klingt schon wieder jetzt richtig komisch. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gab seit Freitag 10 Uhr Eventstart eine kostenlose Forschung im Heute-Tab für alle. Die haben wir am Freitag in dem Video auch gemacht und hochgeladen. Dann gab es eine Forschung, die man über einen Promocode erhält, wenn man Twitch den Livestream verfolgt, wo man sich selbst seinen eigenen Code erzeugen lassen muss. Da haben wir ein Tutorial dazu gemacht, wie das funktioniert. Ich habe es in dem Event-Video erklärt, ich habe es in dem Tutorial-Video erklärt, ich habe alles verlinkt, gemacht, getan. Das habt ihr heute vielleicht schon gesehen. Ich werde das, ich glaube, 15 Uhr wollte ich den ersten Teil hochladen. Jetzt ist heute Samstag, der zweite Tag. Ich bin früh unterwegs, um die zweite Forschung zu machen mit dem zweiten Code aus dem zweiten Stream-Tag. Da steht bei Twitch Day 1 und Day 2. Bei Day 1 kriegt ihr einen Code, bei Day 2 kriegt ihr einen Code. Und ich finde, das kann man sich abholen, wenn man ein Twitch-Konto hat. Wenn nicht, macht man sich eins. Guckt eine halbe Stunde den Stream über das Giveaway-Panel. Ist alles erklärt im Tutorial-Video, genau. Und es geht über PC am einfachsten, weil da habt ihr mehr Sicht und seht alles. Über Handy musst du, wenn du angemeldet bist, rechts auf dieses Pokéball-Symbol mit Plus. Und dann kommst du auf eine Seite mit noch mehr Infos und bei dieser Seite musst du nach rechts rüberwischen, damit du das Giveaway-Panel siehst. Also es ist alles da, es ist nur ein bisschen versteckt. Wer Twitch aktiv verfolgt, kennt sich vielleicht aus. Ich habe eine halbe Stunde den Stream geguckt, habe dann mir einen Code generieren lassen. Gestern habe ich den ersten eingegeben, heute möchte ich diesen zweiten hier eingeben. Gehen mal drauf, gehen auf Kopieren. Dann ist es ja wieder das große Problem. Bei Android könnt ihr einfach im Ingame-Shop ganz nach unten scrollen. Da steht Promo-Codes einlösen, da löst ihr das ein. Wer iOS hat, der muss immer erst auf die Niantic Rewards-Seite gehen. Einfach bei euch im Browser eingeben, Niantic Rewards. Das ist eigentlich der erste Treffer. Da könnt ihr hier rein und könnt dort den Code einsetzen. So, wir drücken drauf. Glückwunsch, du hast ein Online-Angebot eingelöst. Da müsste ich jetzt also die zweite Forschung bekommen. Ich starte das Spiel auch nochmal komplett neu. So, war ja gestern auch. Es hat ein bisschen gedauert, bis das angekommen ist. Die meisten Leute haben Bock auf die zweite Forschung, weil es da auch eine Top-Lade-TM kostenlos gibt. Und ihr müsst gar nicht viel dafür machen, das werdet ihr gleich sehen. Ich drücke jetzt mal kurz hier drauf im Heute-Tab. Jetzt ist sie noch nicht da. Ich gehe nochmal raus, ich gehe nochmal drauf. Jetzt ist sie reingerutscht. Dancing Robs Champ 1 von 2. Fange ein Pokémon vom Typ Boden, fange ein Pokémon vom Typ Stahl, fange 20 Pokémon insgesamt. Das wollen wir erstmal machen. Sitzt hier zufälligerweise, da sitzt sogar ein Boden-Pokémon rum. Das nehmen wir jetzt mal mit. Das ist Typ Boden, das ist ein Rotomurf. Boden sitzt ja genügend rum, auch Feline und so Zeug. Dann habe ich gesehen, hier war die Aufgabe mit Fange 7 Pokémon. Da gibt es das Samyang Pikachu raus, also das mit dem Nudelshirt. Das wollen wir auch mal kurz abholen, dass ihr das seht. Das gibt es ja in Shiny, das gibt es eben aus dieser Quest. Fange 7 Pokémon. So, warum Samyang? Das Pikachu trägt ein Shirt, wo ein Pikachu drauf ist, was eine Suppenschüssel hat. Okay, na gut, zeig mal lieber das. Das hat eine Suppenschüssel mit Nudeln und das ist Nudeln und das ist einfach jetzt das offizielle Samyang Pikachu und das gibt's auch als Shiny. Gönnt euch das. Ansonsten gibt es ja, wie gesagt, Quartermag aus den Feldforschungsaufgaben oder aus dem Raid. Raids sind wohl ziemlich selten, wenn man mal so guckt, sieht man kaum Quartermag-Raids. Für uns perfekt, am Sonntag wieder Raids für Zuschauer zu machen, 10 bis 12 Uhr, wo wir auch Quartermag anbieten für die Leute, die einfach nur den Pokédex-Eintrag wollen. Und halt Cresselia, weil das immer noch da ist. Oder halt Mega Garados, wer das noch braucht. Also schaltet ein am Sonntag ab 10 Uhr. Ich gucke jetzt mal, ob ich ein Pokémon vom Typ Stahl finde. Das wird schwer. So, ich watschel jetzt erstmal durch diese Allee, wo hier links und rechts lauter Mülleimer stehen, wo ich mir schon dachte, am besten musst du jeden einzelnen Mülleimer einreichen, dann hast du hier übelst die Pokémon-Straße. Was sicherlich nicht funktionieren wird, aber ja, egal. Da sind auf jeden Fall überall Bilder dran, Murals. Man könnte es ja mal probieren als Spaß, aber sinnvoll ist das nicht.
Gleichzeitig frage ich mich, was gerade Typ Stahl ist. In der gestrigen Forschung konnte man einen Pfad wählen mit Panzer Aeron. Da hätte ich auf jeden Fall einen Stahl gehabt. Jetzt laufe ich rum und sehe in der Nearby-Liste nichts. In den Quests-Aufgaben habe ich mal geguckt. Das glaube ich auch nichts. Was soll ich machen? Muss ich die Raids abchecken, ob da vielleicht eins drin ist. Bin gerade ein bisschen, weiß ich nicht, werde eingeladen, auch nichts. Sitzt ein Zebra, auch nichts. Also, ja, ich gehe erstmal zur Apotheke, muss dann nämlich noch was abholen. Vielleicht finde ich noch einen Stahltyp. Und jetzt habe ich mich schon kurz gefreut, bin nämlich jetzt aus der Apotheke wieder raus. Und hier saß ein Schnuthelm. Ich dachte, Schnuthelm, das ist Stahl, oder? Nee, Schnuthelm ist nur ganz normal Käfer. Bringt also auch nichts. Außer für die Aufgabe 20 Pokémon fangen. So, ich habe mir jetzt auch mal einen Rauch angemacht. Und ja, lauf mal ein bisschen rum hier an der Kneipe vorbei, wo direkt daneben die Grundschule ist. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Yes. Ich glaube, ich hab's gefunden. Hier sitzt ein Flunschlick. Vom Typ Stahl und Boden. Ich bin jetzt fünfmal im Kreis gelaufen, bergauf, bergab, berghin, bergher. Ich habe schon geguckt, was gibt's in den Raids. In den Raids gibt's im Einer hier Alola Sandan, Stahl. In den Dreier-Raids gibt's Panzer Aeron und Galaflunschlick. Aber wer macht denn hier Dreier-Raids und gibt Geld aus? Wilde Pokémon braucht ihr. Ich finde keins. Ich habe keins gefunden. Ich habe geguckt bei den Feldforschungen. 10 Power-Ups ergibt Alola Sandan. Wenn du Glück hast, könnte auch ein Galar-Zickzacks drin sein. Jetzt habe ich schon vorhin die Quest gehabt. 10 Power-Ups habt ihr wieder weggemacht. War Quatsch. Jetzt bin ich rumgelaufen nochmal, habe die Quest nochmal gesucht. 10 Power-Ups. Wollte auf gut Glück 10 Power-Ups machen, dass ich vielleicht ein Alola Sandama drin habe mit Stahl. Jetzt sitzt hier einfach dieses Flunschling. Und das ist genial. Und das bewährt man mal kurz. Und das ist richtig schlecht. Und das ist genial und schlecht und genial gleichzeitig. Und jetzt können wir hier die Bonbons abholen. Alle für Flunschling, weil das war wohl das Pokémon von Dancing Rob, mit dem er den Sack zugemacht hat. 2022, das hat alles Sinn, dass das hier so steht. Hier ist jetzt auch ein Galaflunschling drin. Mit dem hat Dancing Rob letztes Jahr die WM gewonnen, ja. Da steht sogar Dancing Rob drauf, da ist Dancing Rob drin. Und jetzt ist es auch noch im Ball und jetzt ist es meins. Das müssen wir direkt verschicken, oder? Man macht damit ja, glaube ich, eh nichts. 3 Sterne Mining. Ja, komm, ist wurscht. Aber wir haben noch ein zweites Kapitel. Verwende 10 Power-Ups bei Pokémon. Jetzt hätte die Aufgabe doch gepasst. Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga und gewinne 3 Trainerkämpfe in der Superliga. Trick von gestern, hab nämlich die Nase voll, Akku ist gleich leer, Zweithandy, zweiter Account und dann... So, und ich habe jetzt hier 2 Handys am Start, ne? Nämlich die kleine Nudel mit Zwillichtrassler Sonnenkern und den Ramses hier mit Vermicula Pumpkin Relikant. Ist eigentlich komplett egal, das machen wir bei unseren Streams auch immer so. Gerade mit meinen besten Freunden, wenn die schon ewig kein Geschenk mehr hatten oder man halt nicht jeden Tag interagieren kann, dass wir PvP-Interaktion machen. Das heißt, ich setze mich hin, jemand schreibt seinen Namen in den Chat, ich schicke dem eine PvP-Anfrage, derjenige nimmt immer 10 WP-Pokémon, ich nehme einfach das, was es vorschlägt und dann geht das zack, zack, zack. Und dann kannst du mit so vielen Zuschauern direkt nacheinander Interaktion machen, dass wir alle, wenn wir schon Stufe 4 sind, vielleicht Glücksfreunde werden, wenn wir Stufe 3 sind, auf Stufe 4 hinarbeiten. Also nutzt die Chance öfters mal, wenn ihr seht, wir sind live, wir streamen, dass ihr vielleicht ein bisschen über PvP kurz interagiert. Ja, das ist eigentlich eine coole Sache. Meistens Mittwoch, dadurch, dass die Raid Mania sonst immer 20 Raids beinhaltet hat und man eine Stunde weg geradet hat, muss man jetzt ja durch die Reduzierung auf 5 immer nur 5 Raids machen und hat dann noch eine halbe Stunde Zeit und da fange ich ein bisschen was aus dem Queststapel oder mache PvP in der Aktion. Also wenn ihr mit mir befreundet seid und schon lange keine Interaktion hattet, dann kommt am Mittwoch und schaltet Mittwoch immer ein in der Raid Mania. So, jetzt habe ich das Ding hier fertig. Jetzt fehlt immer noch, verwende 10 Power-Ups. Jetzt gehe ich nochmal hier rein. 4 und Sternchen. Was kann man nehmen, um ein Power-Up dran zu machen? Hier diesen Henry, mit dem bin ich letztens rumgelaufen. Machen wir mal 10 Power-Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
auf 1247. Da sind auch gleich die 5 Power-Ups fertig und die 10 Power-Ups. Jetzt kann ich das hier abholen. Da gibt es jeweils wieder Bonbons für Flunschlick. Und dann nochmal 2022, weil das war das Jahr. Und 618, ich weiß gar nicht, ist 618 etwa die Pokédex-Nummer von Flunschlick. Plus eine Top-Lade-TM gab es dazu. Und die war gratis und das war cool und das ist richtig stark. Und jetzt kann ich hier noch die 2 Aufgaben abholen, gucken, was da drin ist. Hier ist ein Floink aus dem normalen 5 Power-Ups und das andere ist ja direkt 5 Power-Ups vom Event. Und da ist ein Reißlaus. Ein Reißlaus ist auch kein Stahl-Pokémon, das ist ein Käfer und Rest habe ich jetzt überlesen. So, Käfer, Wasser, keine Ahnung. Eine Laus, die auf dem Wasser rumtanzt. So, die Aufgaben sind weg. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr es hingekriegt, euch die 2 Twitch-Forschungen zu holen? Mit dem Tutorial, ohne dem Tutorial? Habt ihr gesagt, ich habe keinen Twitch, ich brauche keinen Twitch, mir doch alles egal? Oder habt ihr euch das Zeug geholt? Wie fandet ihr die 2 Forschungen? Warte mal, eins wollte ich noch machen. Und zwar, weil ich das Pikachu so cool fand, möchte ich doch bitte noch hier auf meinen Charakter, auf aktuell, möchte einmal hier hoch und dieses T-Shirt einlösen für 150 Coins, damit ich das offizielle Samyang T-Shirt von der Weltmeisterschaft habe und auch aussehe jetzt wie ein Samyang Fanatiker. Bruder, ich habe es doch gekauft, wieso ziehst du es denn nicht gleich an? Denkst du, ich kaufe das, wenn ich es nicht anziehen will? So, du gehst raus, du hast das an und das sieht jetzt richtig herrlich aus. Yokohama. Das Samyang Pikachu, was es auch als Shiny gibt. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Watzapf, euer Ramses.